In Wahrheit hält er sich aber doch für Newt. Das bin ich. Genau. Sind Sie da sicher? Für wen sich meine Patienten halten, bestimme ich. Wir hauten ins Weltall ab. Zu den Wüsten des Mondes versanken wir in ihrem Staub. Lautlos verreckten manche schon da. Doch die meisten verkochten in den Bleidämpfen des Merkur. Lösten sich auf in den Ölpfützen der Venus. Und sogar auf dem Mars fraßen uns die Sonne. Donnernd! Radioaktiv und gelb. Jupiter stank. Pfeil schnell rotierender Methanbrei hing er so mächtig über uns, dass wir Ganymed voll kotzten. So, mein Freund, hast du jetzt gerade deine Arschen gemacht? Ja. Wir halten dich noch einmal, aber noch einmal. Sollten sich selber verhaften, Richard. Es geht um die Freiheit unserer Wissenschaft. Wir haben Pionierarbeit zu leisten. Ob die Menschheit den Weg zu gehen versteht, den wir ihr bahnen, ist ihre Sache. Sie sind ein jämmerlicher Ästhetkind. Auch unser politisches System muss der Wissenschaft aus der Hand fressen. Unsere beiden politischen Systeme müssen zuerst einmal Möbius aus der Hand fressen. Im Gegenteil, er wird uns gehorchen müssen. Wir beide halten ihn schließlich in Schach. Im Moment halten wir uns wohl beide eher in Schach. Es tut mir leid, dass diese Angelegenheit ein blutiges Ende findet. Aber wir müssen schießen. Im Notfall auch auf Möbius. Er mag der wichtigste Mann der Welt sein. Seine Manuskripte sind wichtiger.